Erstmal gucken, ob mein Mikrofon überhaupt geht. Ja, das geht. Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder die Beantwortung einiger Zuschauerfragen, die wir dann in den nächsten Tagen ausstrahlen werden. Heute mal wieder eine interessante Frage zum Thema Trommelfilter. Sie kommt von Jürgen und Jürgen möchte wissen: Guten Abend, Herr Kammerer. Bin auf der Suche nach einem neuen Trommelfilter. Von den Herstellern gibt es nur bescheidene Angaben zum Siebmaterial. Es gibt Siebe von 30 bis 120 Mikrometer, offene Fläche bis zu 50%. Bei gleichen Trommelfilterabmessungen haben manche Hersteller den doppelten Durchsatz. Ferner frage ich mich: Muss ein Teich mit 40 μ gefiltert werden oder reichen auch 80 μ? Bedeutet, je feiner ich filtere, desto weniger Schwebteile habe ich im Wasser? Fragezeichen. Die Antwort kann ich natürlich mit Ja beantworten. In den Teichen kommen ja noch Schwebeteile aus den Biofiltern. Was ist sinnvoll und was braucht man wirklich? Im Netz gibt es zahllose Diskussionen und Vermutungen. Ich denke, dass dieses Thema auch für andere Koi-Freaks interessant sein könnte. Danke und Gruß aus Sulzbach. Bis demnächst. Gruß Jürgen. Ja, lieber Jürgen, da kann ich dir eine ganz sichere und auch getestete Antwort drauf geben. Und zwar, ich habe früher von Hydrotech Trommelfilter verkauft und die hatten bauseits oder auslieferungsmäßig immer 40 Mikro drauf. Die 40 Mikro haben bedeutet, dass die relativ viel Spülwasser gebraucht haben und dass auch die Gase, das Sieb, relativ häufig gereinigt werden musste, weil schon der geringste Bakterienbesatz dafür gesorgt hat, dass die Hydraulik etwas aus dem Tritt kam. Sprich, es ging immer weniger Wasser durch und je weniger Wasser durch den Filter effektiv durchfließt, desto häufiger muss er gereinigt, gespült werden. Also einmal von den Spülvorgängen, aber dann auch wieder mit Vitamin C oder Salzsäure, dass die Gase gereinigt wird. Dann bin ich bei manchen Filtern hergegangen und habe einfach gesagt, also da, wo es jetzt wirklich aus dem Tritt kam, habe ich gesagt, komm, wir tauschen mal die 40 Mikrogase gegen eine 100 Mikrogase aus. Und siehe da, die Wasserqualität hat sich nicht verändert, aber die Hydraulik war plötzlich wieder entspannt. Sprich, der Filter hat weniger gespült, wir haben weniger Spülwasser gebraucht und die Gase musste insgesamt auch seltener gereinigt werden. Allerdings, und jetzt kommt genau das, und das muss man beachten und dann ist eigentlich auch die Frage beantwortet, ist nach dem Trommelfilter ein großer Biofilter, so wie wir empfehlen, mit 10% des Teichvolumens, und so haben wir früher auch alle Anlagen geplant, dann funktioniert das. Denn das, was dann mehr an Schwebepartikeln hindurchgeht, ist dann tatsächlich so, dass es dann in der Biologie sedimentiert und dort von Bakterien abgebaut wird. Und Sie glauben gar nicht, was so ein Biofilter gefüllt mit Helixmaterial, wo das Wasser schön langsam hindurchfließt, was da an Sedimentation stattfindet und der Schmutz, wie gesagt, dann auch bakteriell abgebaut wird. Hat man aber einen Trommelfilter und danach nur diese früher häufig gebauten 1-2% Biologie, wo das Wasser hindurchrast. Und diese Biologie am Ende noch bewegt ist, bewegtes Helixmaterial, wovon ich, wie Sie wissen, nichts halte, dann wird man wahrscheinlich mit den 100 Mikrometer keinen Erfolg haben. Dann hat man zwar auch das System hydraulisch entlastet, man muss weniger Spülwasser aufbringen, man muss das Sieb seltener reinigen, aber der Teich wird nicht so klar werden wie bei dem Prinzip, wie ich gerade gesagt habe, wenn hinter dem mechanischen, dem Trommelfilter, die 10% Biologien nachgeschaltet sind. Und wer glaubt, dass auch ein 40 Mikro Trommelfilter einen Teich komplett klar macht, der sollte wirklich mal versuchen, ohne Biologie, nur mit dem Filter, Schmutz eintragen und dann wird man sich wundern, wie trüb, wie was für eine Resttrübung im Wasser da noch vorhanden bleibt. Das ist meistens so eine leicht milchige Trübung, die geht auch nicht raus. Das sind eben, und man muss sich überlegen, wenn das Wasser wenn der Schmutz von den Bodenabläufen aufgenommen wird, durch die Rohrleitung geht um fünf Winkel außenrum, dann irgendwann in den Trommelfilter reinrauscht, dort gegen die Wand knallt irgendwo, auch zerkleinert wird. Also man kann sich nicht vorstellen, wie viel Schmutz da tatsächlich noch hindurchgeht. Und ich sage immer, egal welchen Filter man angeschlossen hat, die Feinfiltration ist am Ende eine große Biologie mit stehendem Filtermaterial, wo sich eben dieser feine Schmutz sedimentieren kann. Und so haben wir auch viele, viele Trommelfilterteiche glücklich gemacht. Und da sind viele Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, Herr Kammerer, nachdem ich angefangen habe, meine Biologie zum Stehen zu bringen, von bewegtem Material auf stehendes Material umzuschalten, ist plötzlich mein Teich wirklich klar geworden. Die Teiche waren vorher auch schon klar, aber Sie wissen, zwischen klar und richtig klar gibt es einen großen Unterschied. Und das waren ganz häufig Teiche, wo als mechanischer Filter ein Trommelfilter zum Einsatz kam. Also auch der Trommelfilter, egal mit welcher Maschenweite, mit welcher Siebweite, ist ein nettes Hilfsmittel für die mechanische Filtration. Aber man darf nicht glauben, dass selbst mit dem 40 Mikrometer Sieb alles
aus dem System rausgenommen wird. Und zur Feinfiltration auch da, man darf nicht vergessen, wenn ich jetzt eine 100 Mikrometer Gase drauf habe, man muss sich immer wieder vorstellen, jetzt mal in einer tausendfachen Vergrößerung, das ist meine Siebfläche. So, jetzt kommt der erste Kotpartikel, der setzt sich so drauf und dann wird plötzlich aus dem 100 Mikrometer Durchsatz wird nur noch ein 30 Mikrometer Durchsatz. Ich weiß nicht, ob Sie mir folgen können. Dann kommt noch mal einer und dann ist es vielleicht auch möglich, dass mal 5 Mikrometer oder 10 Mikrometer gefiltert werden können. Natürlich in dem Moment, wo der Sieb frisch gereinigt ist, also wo ein neuer Spülvorgang war, dann habe ich alle Löcher erstmal wieder auf 100 Mikrometer geöffnet. In dem ersten Moment können dann auch alle Schwebepartikel, die kleine 100 Mikro sind, theoretisch hindurch. Ja, aber in dem Moment, wo das Sieb sich beginnt zu verstopfen, wo es beginnt zu verschmutzen, filtert er natürlich auch sehr viel feiner. Also das heißt nicht, wenn ich eine 100 Mikrometer Maschenweite habe, dass da permanent immer die größeren oder die kleineren Partikel hindurchgehen, sondern das ist, wenn man es wahrscheinlich mal versuchen würde, mathematisch anzugehen, wobei das natürlich nicht geht, weil wir ja die Form und Größe und auch die Haltbarkeit der Kotpartikel, wenn die mit Druck gegen so eine Gase gepresst werden, wenn man das auch mal versuchen würde, mathematisch anzugehen, dann würde man merken, dass es ein relatives Chaos-System ist. Aber ich bleibe bei meiner Aussage, ein 100 Mikrometer Sieb gepaart mit einer stehenden Biologie von 10% reicht völlig aus, spart Spülwasser, entlastet die Hydraulik. Hat man allerdings eine kleine Biologie, ist man wahrscheinlich mit einer kleineren Maschenweite besser aufgehoben. So, vielen Dank, Jürgen, für die Frage und ich hoffe, dir damit weitergeholfen zu haben. Mach's gut und bis zum nächsten Blog. Ciao.